Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ja, ich äußere mich nicht gerne zum Thema Steuern, weil ich da jegliche Fachkompetenz vermissen lasse. Aber ich bin gefragt worden, sollte nicht die US-Steuerreform bei den Unternehmen zu einem Gewinnsprung führen und sind nicht deswegen alle bisherigen Unternehmensbewertungen eigentlich viel zu hoch? Das ist eine Frage, die nun wiederum direkt in meinen Investitionsprozess eingreift und deswegen habe ich mir mal fünf Gedanken gemacht, die ich einfach zur Diskussion stelle. Ich erhebe nicht den Anspruch auf die absolute Weisheit oder einfach, dass ich hier total richtig liege und nichts anderes richtig sein könnte. Einfach mal zur Diskussion. Erstens, auch bisher haben ja Unternehmen ihre Steuern durchaus optimiert. Wir wissen gar nicht bei vielen Unternehmen, auf welcher Datenbasis faktisch heute Steuern gezahlt werden. Also wie viel von dem Unternehmensgewinn ist echter Gewinn, wie viel von dem, was in den Ausgaben gebucht wurde, waren echte Ausgaben und was ist einfach die reelle Datenbasis und was ist Financial Engineering, also einfach bloß ein guter Steuerberater, ein guter Wirtschaftsprüfer, der hier so ein bisschen an der Gewinn- und Verlustrechnung natürlich strikt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben rumfrisiert hat. Also schon mal die Datenausgangslage ist außerordentlich diffus. Zweiter Gedanke, niedrige Steuern machen aus einem nicht profitablen Unternehmen kein profitables Unternehmen. Das muss man einfach ganz klar auch sagen. Das ist wie mit dem Trading. Nur wenn man niedrigere Gebühren bezahlt, wird man nicht plötzlich zu einem profitablen Trader. Verlustbringer in der Wirtschaft zahlen heute auch schon keine Steuern. Das heißt, für die hat das mit der Steuerreform überhaupt keine Auswirkungen. Und Unternehmen, die so an der Grenze immer zur Rentabilität herumkrebsen, sagen wir mal beispielsweise Amazon, ja, die ja jeglichen Gewinn, den sie einnehmen, ganz schnell wieder ins Unternehmen investieren. Diese Unternehmen werden auch in Zukunft wahrscheinlich ihre Steuern so minimieren und ihre Gewinne so klein halten, dass auch hier die Auswirkungen eher marginal sein dürften. Ein dritter Gedanke: Die Börse hat die Steuerreform schon vorweggenommen. Also in den Aktienkursen von heute sind ja die Gewinne von 2018 schon eingepreist und wer sich die Kursentwicklung der großen Märkte einfach anschaut in Amerika, wird feststellen, das ist alles schon drin in den Kursen. Ob das nun zu 100% oder zu 80% schon eingepreist ist, das wissen wir nicht. Aber häufig gibt es ja das Phänomen Buy the Rumor, Sell the News. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, wir wissen, was kommt und die Euphorie könnte auch einer Ernüchterung weichen, sodass wir plötzlich feststellen, so überbordend hoch wird das mit den Steuern gar nicht werden und es ist auch nicht besser als erwartet und deswegen könnte es sein, dass tatsächlich die Aktienkurse stagnieren. Ein vierter Grund oder ein vierter Gedanke, der mir kam: Es sind ja nicht nur die Steuern, die verändert werden, sondern man muss einfach mal das ganze Dokument bzw. die Entwürfe dazu sich zu Gemüte ziehen. Dann wird man feststellen, auch die Abschreibungsregeln werden verändert. Ziel ist es nämlich nicht primär nur die Steuern zu senken, sondern vor allem Jobs zu schaffen. Und hier sehen die Entwürfe zur Steuerreform vor, dass man Investitionen in Ausrüstung, die bisher über viele Jahre abgeschrieben werden mussten, in den kommenden 5 Jahren in einem Stück in die Kosten buchen kann. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite, die Unternehmen könnten mehr Gewinn machen, weil sie weniger Steuern zahlen. Auf der anderen Seite hofft man natürlich, dass sie diesen Riesengewinnsprung nicht machen, weil sie das Geld sofort wieder investieren, damit sie in den nächsten 5 Jahren hier mit Investitionen sofort kassenwirksam ihre Gewinne wieder etwas verringern können. Also das ist ein Punkt, den sollte man auch im Hinterkopf haben. Wenn ich eine Investition in eine neue Fabrikhalle oder in eine neue Straße oder ein Kraftwerk eben nicht über 20 oder 30 Jahre abschreiben muss, sondern das sofort in die Kosten buchen kann, dann sinkt mein Gewinn und dann sinken natürlich damit dann auch die Steuerausgaben für das Unternehmen. Also den Punkt habe ich bisher noch kaum irgendwo gelesen. Fünfter Punkt,
Was wir auch nicht vergessen dürfen, gleichzeitig wird die steuerliche Absetzbarkeit von Unternehmensschulden verringert. Man wird nämlich in Zukunft, wenn diese Gesetze so durchgehen wie im Augenblick geplant, nur noch begrenzt Schuldzinsen von dem Gewinn abziehen dürfen bzw. von der Steuerlast abziehen dürfen. Und diese Abziehbarkeit oder Absetzbarkeit beschränkt sich auf 30% des Gewinns vor Steuern, Abschreibungen, also des EBITDA. Das heißt, in Zukunft können nur noch 30% dieser Gewinne vor Steuern maximal als Zinsausgaben geltend gemacht werden. Auch das aus meiner Sicht ein Punkt, der das Aufwärtspotenzial der Gewinne bei den Unternehmen etwas verringert. Denn viele Unternehmen haben sich doch in Zeiten billiger Zinsen massiv verschuldet. Und wenn jetzt die Zinsen nach oben gehen, dann wird es natürlich für die Unternehmen haarig, ihre Zinsen und ihre Tilgung zu bedienen. Und wenn man das dann noch nicht mal richtig in die Ausgaben buchen kann und darauf die Steuern sparen kann, wie das vielleicht mal angedacht war, dann könnte das auch noch einen Bumerang-Effekt haben. Schauen wir, was wird. Mein Fazit ist, bis jetzt ist alles graue Theorie. Wir werden sehen, was in den nächsten 1, 2, 3 Jahren in den USA passiert, ob tatsächlich dort der große Investitionsboom einsetzt. Zu wünschen wäre es unseren Unternehmen, unseren Unternehmensbeteiligungen, damit wir nicht so heftig aufs Geld aufpassen müssen, sondern damit es von alleine ein bisschen mehr wird. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Nils Gajowi.